Ägypten eigentlich. Ich glaube, also eigentlich normalerweise seid ihr am Ende von Ägypten so Level 27, 28. Wir werden wahrscheinlich Level 25. Maximal eher 24. Am Ende. Aber aufgrund unserer Ausrüstung macht das nicht viel aus. Nee. Man bringt ja nur was wegen der Skippung, aber wir wollen euch einfach nur zeigen, wie dieses Spiel ist. Und ich denke, sowohl Typhon als auch Hades werden kein Problem darstellen. Naja, Typhon noch am ehesten. Hades ist wirklich sehr einfach. Aber selbst wenn, da wir ja zu zweit sind, kann ja immer einer an Bord setzen. Da müssen wir halt nur aufpassen, wenn einer stirbt, dass der andere dann halt wirklich ausweicht. Insofern ist es nicht so schlimm. Es ist sicher einfach nur ein Display, um das euch zu zeigen. In Borderlands wird es aber so laufen, dass wir werden jede Mission in Borderlands machen. Jede kleine Nebenmission. Weil ich finde, Borderlands, das wird dann halt auch mal längeres Let's Play Together. Zumal ich ja keine Ahnung habe, was wir danach Together Let's Playen könnten erstmal. Da könnt ihr auch immer gerne Vorschläge schicken für ein Together. Es wäre halt cool, wenn ihr halt auch wieder sowas Kooperatives wie das hier hättet. Ich habe auch Sacred 2, aber ich glaube, das findest du ja nicht so bombig. Ja, das kann man mal gucken, vielleicht. Schon eine Erfahrung. Ja, nehme ich mir mal, ne? Ja. Also vielleicht Sacred, aber Borderlands wird auf jeden Fall sehr lange dauern. Viel länger als... Oder ein Reptilheld habe ich noch nie gesehen. Ein Reptilhelden. Also ja, ein toter Reptilheld. Es wird auf jeden Fall länger dauern als Titan Quest. Titan Quest. Ja, vor allem da sind die, ist jedes Level wichtig. Ich denke, Titan Quest, das wird so 70 bis 80 Parts haben und Borderlands... Ihr seht ja, Change Man ist bei Part 100 und macht nicht alle Nebenmissionen. Ich denke, wir werden alle Nebenmissionen, also es wird dauern. Mindestens 100 Parts, Borderlands. So, jetzt mal kurz bei der Karawane auf jeden Fall schauen. Kann ich helfen? Können wir denn jetzt was Neues tragen? Wir könnten diese Armschienen tragen. Was würden die bringen? Stärke und Dingens. Nee. Sonst können wir kreativ nichts Neues tragen. Oh, wir können die Lazarus-Armschienen tragen. Das ist gut. Erkläre ich später warum, weil ich habe noch was aus dem Lazarus-Set. Und das werde ich dann jetzt holen. Das heißt, ihr seht, bei der nächsten Orient-Session werde ich einiges Neues an Zeug haben. Julian vielleicht auch, da müssen wir mal gucken. Mal rausfinden. Ja. Ich habe trotzdem noch Geschicklichkeit. Vielen Dank. Dann gehen wir mal weiter. Ach, Moment, hier war der Umhändler, ne? Ne, da oben. Rennen. Weil der Magierrüstungen, Stäbe, Tränke. Kaum ist mir ein Vergnügen. Gut, wir fangen einfach mal hier beim Tor an. Hier oben im Tor, weil da können wir erst durch, wenn wir den Hauptquest weitermachen wollen. Ach, die Toten. In diesen Zeiten gibt es so viele Tote. Als Ägypten noch unbehelligt war, wurden alle mit dem Buch der Toten beerdigt. In diesem Buch stehen viele Zauber und andere Dinge, die man wissen muss, um sicher durch das Königreich der Toten zu gelangen. Nachdem sie an den Dämonen und Monstern vorbeigekommen sind, erreichen sie die Hallen der Toten. Dort wiegt Osiris ihr Herz auf der Waage der Gerechtigkeit. Auf der einen Seite das Herz, auf der anderen die Feder der Wahrheit. Wenn sie im Leben tückisch waren, dann ist das Herz schwer und sie werden zu dem Monster Ammut, dem Seelenfresser, geworfen. Aber wenn das Herz leicht ist, dann sind sie frei, bekommen eine zweite Chance im Land der Toten. Ja, wie gesagt, ich finde das sehr cool, dass ihr immer so ein bisschen über die Mythologie erfahrt, jetzt von Griechenland hier in Ägypten. Ich freue mich auf den Orientalisch. Ich weiß nicht, hast du vielleicht so mit Buddhismus oder Hinduismus, die haben ja so Götterkult und so, das hat mich eigentlich schon immer interessiert, aber ich habe nie durchgeblickt. Ja, hat man mal in der Schule besprochen, die verschiedenen Religionen. Ja. Aber ist auch schon wieder eine Weile her. Ja, Mythologie war immer so, ich habe früher gerne Mythologie gelesen. Ich hatte euch das ja auch schon mal gefragt, ob ich es gelesen habe. Egal, wir labern den Tag weiter, sonst verquatschen die uns jetzt hier wieder. Naja. Hast du schon das Neueste gehört? Ein schreckliches Monster war hier. Sie nennen es den Meister der Bestien. Kreaturen des Sandes folgen ihm wie loyale Hunde. Boah, voll krass, Alter, voll konkret, dass du uns das Neueste gesagt hast, Junge. Und dass du zwei Buchstaben hast, dein Name so lang ist. Die, genau, die, Junge. Das erinnert mich irgendwie an Star Wars TIE Fighter. Frag mich nicht, warum. Hennen Nisut. Alle fragen, woher die Monster kommen. Das ist doch klar wie der Tag. Sie wurden von den Feinden der Götter geschickt. Ja, könnte passieren. Der, den sie einen Telkine nennen, ist hier durchgekommen.
Als er kam, flohen wir alle, denn wir waren Feiglinge. Aber unser Oberpriester Nebkemi stellte sich vor den Schreckenszauberer. Mit hoch erhobenem Stab und ausgestreckten Armen bekämpfte er ihn. Jedoch wendete der Telkine den Zauber gegen Nebkemi. Unser mutiger Oberpriester wurde verändert, völlig umgeformt. Er ist nun einer von ihnen. Der korrupte Priester, das ist eine Nebenquest, werden wir auch noch erfüllen, natürlich. Sei gegrüßt, Krieger! Wie bist du lebend hierher gekommen? Die Monster haben jeden auf den Straßen getötet. Ich habe eine große Gruppe Monster gesehen, die von einem schrecklichen Zauberer angeführt wurde, der nach dunkler Macht roch. Das muss der Telkine gewesen sein. Es war ein schreckenerregender Anblick. Sie gingen einfach durch den Tempel und durch das Tor, bis hin zum Tal der Könige. Ja, wir gehen jetzt nämlich zum Tal der Könige und diese Telkine. Ich glaube, das waren Halbtitanen oder so, ne? Die hatten es das ja mal irgendwann erklärt. Ja. Irgendwie, ich meine, es wäre ein Halbtitan gewesen. Na egal. Auf jeden Fall, der Quest mit dem korrupten Priester könnt ihr ganz einfach erledigen. Sonst haben wir alle Quests erfüllt, ne? Ich meine, wir hätten alle. Ja. Und hier Akt 1 haben wir auch alles. Da sind wir optimistisch, dass wir in Akt 1 alles haben und hier auch. Ja, gehen wir flott durch, ne? Ne, gehen wir nicht, weil. Guck mal, jetzt, wir müssen hier an die Seite. Ah, ja, das ist ja das eine Ding, was wir machen. Den könnt ihr leicht übersehen, wenn ihr hier nicht wirklich streng zur Seite geht. Dann findet ihr diesen korrupten Priester nämlich nicht so leicht. Das ist uns schon mal passiert. Das ist wirklich sehr doof. Und im Nachhinein zu suchen ist nicht. Macht keinen Spaß. Ja, komm einfach da oben. Da oben ist es nämlich. Das geheimnisvolle Grab seht ihr nämlich nicht, wenn ihr einfach nur langlauft. So, jetzt sind hier wieder Skelette. Also, innerhalb der nächsten Stunde werden wir dann auch Ägypten beendet haben. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Oh, lang dauert's nicht mehr. Nee, wirklich nicht mehr lang. Wir müssen ja nur noch das da machen. Grab des Ramses und dann noch kurz den Enddungeon, wo ja eh kaum was drin ist. Wie gesagt, eine sehr stark gecuttete Version Ägyptens. Ja, also wirklich, wir hassen Ägypten. Also hier im Spiel, wir sind natürlich nicht rassistisch oder so. Das soll jetzt hier keiner falsch verstehen. Rassistisch mit Ägypten? Nein. Ja, kann es sein, so Ägypterhass oder so. Weiß ich nicht. Es gibt alles, es gibt immer so einen Deppen. Egal. Achso, was war noch so ein Stirb, Zombie-Bogenschütze. Ich merke gerade, mein Dingens ist irgendwann mal gestorben. Leichenkönig. Das Problem ist, weil die Viecher verlieren alle irgendwann ihre Effektivität, wenn man sie nicht levelt. Und gut, dein Kerli halt noch nicht, weil der hat halt noch seine ganzen Buffs, ne? Wo du ja auch alle einen Punkt drauf hast, oder? Das ist richtig. So, komm, ich lass einfach hier gerade aus, denn ich hab keine Lust mehr auf Ägypten, ne? Komm, wir machen jetzt hier einfach fertig. Ägypten ist so ranzig. Oh, ich sollte vielleicht mal den Skill aktivieren und meinen Buff. Der ist auch Feuermagier. Ich hab das Gefühl, dass du der bessere Feuermagier bist. Oh, Nebkemi, bist du tot? Oh. So, Moment mal ganz kurz. 8. 7. Und komm mal her. Gut, komm mal raus hier. Ich hab keine Lust mehr. Na, ganz ehrlich, das ist... Ich hasse ihn. Also nehmt das bitte nicht über, dass wir jetzt hier so übelst durchrushen durch Ägypten, aber ich finde, es macht einfach irgendwie nicht so viel Spaß wie die anderen Akte. Orient ist wieder cool, aber das hier ist einfach nur eintönig. Das ist weder abwechslungsreich gemacht noch sonst irgendwas. In Griechenland hat ja die Umgebung gewechselt und das tut sie im Orient auch und auch im Hades. Der Hades ist besonders schön gemacht, ich finde. Oh ja. Auch wenn der Hades ist verdammt schwer, ist viel schwieriger als das Hauptspiel. Da wurde mal ordentlich gemacht, weil das Hauptspiel an sich ohne das Add-on ist wirklich sehr primitiv durchzuspielen. Es sei denn, man verskillt sich wirklich. Ja, also die einzige härtere Nummer, die ihr haben könntet, ist Typhon, aber alle anderen Gegner besiegt eigentlich jeder Charakter ohne Probleme. Also nur bei Typhon könnte es halt sein, dass ihr vor allem als Nahkämpfer ein paar Probleme habt, aber das ist eigentlich auch schon alles. Das Add-on ist um einiges schwieriger, dass die Monster teilweise ja brockenhart. Da unten sieht man schon ein bisschen. Ja, das ist der Tempel, wo wir nachher hinkommen. Das ist der Enddungeon. Aber der Enddungeon ist nicht wirklich groß. So, wenn wir jetzt einen Frost von haben, für den Bogen, da liegt ein erkranktes Gefier. Und wir sind gleich schon im Tal der Könige. Weil da ist schon der Tempel der Hatshepsut. Also ist, oder? Nee, warte auf, wir gehen ein paar Kurven und dann sind wir da. Ja, wir müssen gleich da sein. Und dann gehen wir
Ramses Körperladen, ne? Ramses. Ja, Ramses, genau. Ramses. Was hat der Heilbrunnen? Mann. Ein Teleporter gibt's auch noch, oder? Ein Teleporter, ja, gibt's auch noch. Er kreist mich wieder. Ja, Leute, und komm, wo wir gerade dabei sind, mir fällt gerade eine schöne Frage ein. Und zwar, wenn ihr euch irgendeinen Gott aus irgendeiner Mythologie aussuchen dürftet, der ihr sein würdet, wer wäre das? Bei mir wäre das ganz klar Zeus oder Thor. Achilles. Oder Thor, Achilles ist kein Gott. Bei mir wäre das Thor oder Zeus, ist ja eigentlich so beides dasselbe. Weil, ich meine, erstens Göttervater und zweitens Blitzerschleudern. Was wäre es bei dir? Och. Ja, Zeus auf jeden Fall mit vorne dabei. Ich finde Neptun auch ganz chillig. Okay. Ja. Ich hab Lust auf eine Runde COD. Nein, vergiss es. Sag mal, sind wir noch richtig? Ja, wir sind richtig, bei dem Lager ist man richtig. Da unten seht ihr es auch schon, da bei dem Händler ist auch dann gleich der Porter. Und dann ist da auch direkt das Tal der Könige, das ist auch nicht wirklich groß, das Tal. Das sind halt nur wirklich, die Gräber sind das einzig große. Es lohnt sich, die alle zu machen. Aber da wir hier im Let's Play, wir haben sowieso keine Probleme, weil wir viele Ausrüstung haben. Aber sonst lohnt sich das auf jeden Fall für euch. Jetzt lange wieder einen Heiltrank trinken. Moment. Müssen wir ausruhen, oder? Ja, ja, komm mit. Lass mich hier runter. Ah, ja, außenrum. Du bist gerade da, du bist aber in eine völlig falsche Richtung gegangen. Nein, ich bin in die Richtung gegangen, schon in dem Moment, als ich gesagt habe. Nö, nee, du warst hier so in der Richtung unterwegs. Ne. Boah. Gegen diese ganzen Skorpione ist unsere Giftresistenz natürlich sehr nützlich. Ey, wäre es nochmal sinnvoll, das droppt oder so? Ja, Schwachsinn, das können wir ja brauchen. Das richtige Grab finden. Ich meine, es war relativ geradeaus. Amensis. Ja, das letzte Grab hat er gesagt. Das heißt, das müsste jetzt irgendwie. So schräg links, oder? Ja, wir gehen einfach lang und finden das schon. Also hier haben wir Anemsis und Amenleb oder so. Da haben wir Merenabt. Was kommt denn nach Merenabt? Jetzt müsste hier eigentlich irgendwo sein. Oder warum sind sie weiter oben? Ich weiß noch. Oh, ein betäubendes Skandal des Feuers kann man immer schön verkaufen. So, ich weiß jetzt noch ein Stückchen hoch. Also, da haben wir das Grab von Ramses. Und dann lass uns mal Spaß mit Götterblut. Dann lass uns mal Spaß mit Ramses haben. Oder gesagt, Spaß mit einem Terkine. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr. Dann könnt ihr mit einem Halbtitan einen bösen Zauberer am besten, ein böser Halbtitan-Zauberer, könnt euch ja mit denen mal ein bisschen anfreunden. Jo, so, komm. Ein paar Dämonen prügeln. Ja, Dämonen. Langweilig. Ja, die Gräber sind aber nochmal ganz cool gemacht hier. Das ist das einzig Coole in Ägypten, finde ich. Das